Das Riesengebirge, Tschechische Republik, Mitteleuropa. 1300 Meter über dem Meer die Elbe-Quelle. 11 Wiesenbäche fließen hier zusammen. 11. Eine Zahl gab dem Fluss den Namen. 11. Elbe. Münzen werden in den Brunnen geworfen. Vielleicht verbunden mit dem Wunsch, dass man bald wieder aus der Elbe trinken kann, so wie hier an der Quelle. In Usti, in Dresden oder in Magdeburg, in Hamburg. Das Dach Europas nennen die Tschechen ihre Republik. Denn zwischen Prag und Riesengebirge fließt das Wasser wie von einem Dach in zwei Richtungen ab. Schwarzes Meer und Nordsee. Hier in Böhmen fließen die Bäche der Elbe zu und bilden den Hauptstrom Richtung Norden. Über 1100 Kilometer fließt die Elbe quer durch Mitteleuropa. Schon nach 46 Kilometern liegen die ersten Chemiebetriebe am Flusslauf. Melnik. Mit den ersten Schornsteinen am Oberlauf der Elbe wandelt der Fluss sein Gesicht. Das westtschechische Industrierevier kündigt sich an. Mit Chemiewerken, Maschinenbau, Lebensmittelwerken. Hier beginnt der Industriegürtel, der sich bis zur deutschen Grenze hinzieht. Und hier mündet die Moldau in die Elbe und der Fluss wird schiffbar. Die Lebensader der tschechischen Hauptstadt Prag, die Moldau, erweitert den Gebirgsfluss Elbe zu dem, was er fortan sein wird. Wasserstraße, Handelsweg und Schlagader des westtschechischen Industriereviers. Für die Tschechen war die Elbe seit jeher einziger Zugang zum Meer und zu den Häfen in Hamburg, Rotterdam und Antwerpen. Burgunderreben, aus denen der Wein der Region um Melnik gekeltert wird, wurden schon im 14. Jahrhundert hier angepflanzt. Neueren Datums sind Kraftwerke und Industrieanlagen. Die Diskussion um Schadstoffe und Emissionen ist grenzüberschreitend. Die Industrie in der Tschechischen Republik befindet sich im Wandel. Umweltfreundlichere Produktionsweisen sind dabei ein Teil der Veränderungen. Wenn Arbeitsplätze in der herkömmlichen Industrie wegfallen, wird Tourismus, Gastronomie und Fremdenverkehr als Wirtschaftsfaktor umso wichtiger. Litomeriće. Jahrhundertelang bedeutendster Handelsplatz der böhmischen Elbe. Heute ist Litomeriće Zentrum der Region, auch für die Beschäftigten in den benachbarten Chemiestandorten. Viskosefasern, Düngemittel und anorganische Säuren werden hier produziert. Die ersten Chemiewerke gab es hier schon vor beinahe 100 Jahren. Die Diskussion, wie der Fluss industriell genutzt werden kann, ohne dessen Ökologie zu zerstören, ist dagegen neu. Richard Wagner, Karl Maria von Weber, Caspar David Friedrich. Dichter und Maler der Romantik fanden in Böhmen eine mythenreiche Landschaft. Und der Fluss als Metapher war eines der wichtigsten Themen.
Heute verstecken sich die historischen Relikte hinter dem täglichen Handel und Wandel am Strom. Die Burg Schreckenstein inspirierte einst Richard Wagner zu seinem Tannhäuser. Die Motive zu Füßen der Burg haben sich gewandelt. Heute ist es die Staustufe von Usti, die den Blick von Burg Schreckenstein bestimmt. Die Staustufe in Usti ist eine der größten entlang der Elbe. Für die tschechischen Schiffer ist sie das Tor zu den Heimathäfen in Mělník und Prag oder die letzte Station auf der Fahrt zu den Häfen in Deutschland, Holland und Belgien. Der Ausbau und die Sanierung des Wasserwegs Elbe ist für die Schiffer ein vordringliches Ziel. Děčín ist die letzte tschechische Stadt am Oberlauf der Elbe. Wenige Kilometer flussabwärts liegt die Grenze zu Deutschland. Bad Schandau. Grenzüberschreitend ist nicht nur der Fluss, sondern auch der Wandel an seinen Ufern. Das Elbsandsteingebirge wird zu einer Freizeit- und Erholungslandschaft. Für die Metropolenbewohner aus Berlin, Prag oder München. Voraussetzung für den Erfolg: sauberes Wasser und natürliche Ufer. Die Gewässermessstation Schmilka prüft die Wasserqualität regelmäßig. Und die Einleitungen der gefährlichsten Giftstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Arsen haben sich deutlich verringert. Aber es bleibt noch viel zu tun, wenn Trinkwasser eines Tages wieder direkt aus der Elbe gewonnen werden soll. Für manche Städte existenziell, zum Beispiel hier in Meißen. Oder in Dresden. Eine Stadt im Aufbruch. Kulturmetropole und eines der lebendigsten Zentren Ostdeutschlands. Seit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1989 ist es nicht nur der berühmte Zwinger und die Semperoper, die hier herausgeputzt werden. Prozent des Trinkwassers wird hier aus der Elbe gewonnen. Für Greenpeace-Sprecher Jörg Naumann ist das jetzige Prinzip der Trinkwassergewinnung noch nicht befriedigend. Über Uferfiltrat wird Trinkwasser aus der Elbe gewonnen. Dort tauchen im Trinkwasser letztlich auch wieder hochlösliche Stoffe, schwer abbaubare Stoffe im Trinkwasser auf. Sie haben dann wieder enorme Ausgaben, um diese Stoffe aus dem Trinkwasser herauszuholen. Da ist es oftmals ökonomisch auch schon viel billiger, wenn wir eine Vermeidungsstrategie schon in der Produktion haben. Das Trinkwasserwerk Dresden-Hosterwitz wurde 1995 aufwendig saniert. Von der Sache her ist es so, dass wir mit diesen Aufbereitungsstufen und mit der ab 1992 neu betriebenen Technologie mit sehr, sehr hoher Sicherheit Trinkwasser abgeben. Viele Industrieunternehmen im Osten Deutschlands sind nach der Vereinigung geschlossen worden. Schon dadurch hat sich die Qualität des Trinkwassers verbessert.
Aber gerade an den Zuflüssen der Elbe liegen noch immer chemische Altlasten, die das Grundwasser bedrohen. In Bitterfeld vor allem alte Industrieareale, belastet mit Quecksilber, Cadmium und anderen Schwermetallen. Die Oberflächen werden abgetragen, der Unterboden gegen das Grundwasser abgesichert. Bitterfeld 1993. Das Ende einer historischen Industrie. Der erste Farbfilm wurde hier entwickelt. Düngemittel, Pestizide und Harnstoff großindustriell hergestellt. Fast 200.000 Kubikmeter hochgiftiger Abwässer gingen von hier täglich in die Mulde, einen Zufluss der Elbe. Ein Viertel der Quecksilberfracht der gesamten Elbe stammt aus dem Raum Bitterfeld. Noch heute lagern die Altlasten aus 100 Jahren Chemiegeschichte in den Böden. Bereits seit 1964 bemüht sich Herr Enders, Umweltbeauftragter der heutigen Chemie AG, um Schadensbegrenzung. Wir stehen hier an der Kippe Grube Krebin. Sie demonstriert eigentlich das Hauptdilemma des Umweltschutzes im Raum Bitterfeld-Wolfen, und zwar die Altlasten. Das ist eine typische Altlast, wo man kann fast sagen, über 100 Jahre hinweg Abfälle aus der chemischen Produktion verkippt wurden. Es handelt sich hier um ein altes Tagebaurestloch. Die Kohle ist rausgeholt worden und das frei gewordene Volumen ist mit chemischen Abfällen verfüllt worden, sodass eine Belastung hier für das Grundwasser und teilweise auch für die Luft entstanden ist. Und es kommt darauf an, diese Last zu sanieren. Eine der modernsten Kläranlagen Europas. Sogenannte Bio-Hochreaktoren verbinden chemische und biologische Klärprozesse. Denn produziert wird in Bitterfeld weiterhin. Und die zu bewältigenden Abwässermengen aus der chemischen Industrie sind noch immer gewaltig. Wir müssen aber diesen Klärschlamm ja irgendwo unterbringen. Wir wollen ja das Klärwerk möglichst schnell in Betrieb nehmen, dass ein sehr großer Effekt für die Mulde und für die Elbe letztlich dann auch entsteht. Ja. Der Klärschlamm, das ist ja wie so eine Art Biomasse, die ist letztlich biologisch aktiv und sie kann bepflanzt werden dann am Ende. Man wird dieses Loch hier nicht auswühlen, kann ich mir nicht vorstellen. Man wird verhindern, dass Grundwasser austritt und wird es abdecken und begrünen. Dann sieht keiner mehr, dass das eine Kippe ist. Die neuen Chemiewerke werden weitgehend mit geschlossenen Kreisläufen arbeiten. Aber muss die Sanierung eines Flusses nicht mehr bedeuten als den Bau von Kläranlagen und die Umwandlung von Industrien? Die Relikte einer vergangenen Industrieepoche finden sich nicht nur in Bitterfeld. Dort, wo die Mulde in die Elbe mündet, liegt eines der kulturellen Zentren am Flusslauf der Elbe. In Dessau, im historischen Bauhaus, arbeitet man heute an Visionen für die Sanierung der Region zwischen Wittenberg und Dessau. Sanierung wird hier nicht nur technisch begriffen. Professor Kuhn, jetziger Direktor des Bauhauses, sieht das Bauhaus als Zentrum zur Rekultivierung einer Industrieregion. Das Bauhaus, wie ich es heute empfinde und mitpräge, versucht ein neues Mensch-Natur-Verhältnis, ein neues Verhältnis zwischen Produktion und Ressourcen Schonung herzustellen, und das hat natürlich sehr viel mit dem Verständnis natürlicher Prozesse, natürlicher Ressourcen zu tun, und die Elbe gehört da unbedingt dazu. Und ich würde sagen, wir müssen, und das gehört auch zu unseren Aufgaben, nicht nur von einer Umwelt, sondern auch von einer Inweltkrise sprechen, denn die Industrie steckt auch in uns. Und an diesem Prozess des Umdenkens, Teil der Natur zu sein, natürliche Prozesse zu respektieren, wollen wir hier im Bauhaus gerne
mittun, nachdem das Bauhaus der 20 Jahre, wie gesagt, eher mitgetan hat an diesem Prozess des Naturbeherrschens. Studenten der University of Hull aus England bereiten hier in Dessau eine Ausstellung vor. Thema der Ausstellung: die Industrieentwicklung an den Ufern der Mulde. Der Projektschritt, den wir im Moment bearbeiten, beschäftigt sich mit der Entwicklung einer industriellen Lebensweise und seinen Auswirkungen auf den Naturraum. Im Moment führen wir eine Ausstellung durch mit dem Titel Eine erdgewachsene Industrie. Da geht es um die Mythen der Bitterfelder Region, also um die Frage, inwiefern den Menschen vermittelt wird, dass alles das, was wir als industriellen Wandlungsprozess und seine Konsequenzen heute erfahren, etwas Naturgewachsenes sei. Einige Kilometer flussabwärts wagt man die ersten Schritte in Richtung Tourismus und Fremdenverkehr. Eine alte Flussfähre wurde zum Ausflugsschiff umgebaut. Vom Wasserlieferanten Elbe zur Erholungslandschaft. Ein schwieriges Unterfangen. Der Rest eines Schwimmbades am Ufer der Elbe. Erst seit den 60er Jahren wurde hier das Baden wegen der vielen Gifte im Flusswasser eingestellt. Zuvor war es fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Ebenso der sonntägliche Schiffsausflug. Eine Tradition, an die man jetzt wieder anknüpfen will. Am Ausbau des Flusses für die Schifffahrt scheiden sich die Geister. Die künstlichen Landzungen, die Buhnen, die beiderseits des Flusses eingelassen werden, sollen die Fließgeschwindigkeit erhöhen. Außerdem wird in der Mitte des Stroms die Fahrrinne vertieft. Im Interesse der Schifffahrt. Das Hauptargument der Schiffer: die Elbe soll ganzjährig schiffbar bleiben, auch wenn der Wasserstand niedrig ist. Aber die Strombaumaßnahmen sind für die umgebende Auenlandschaft nicht ohne Risiko. Und die Befürchtungen der Elbanwohner sind groß. Wie vielerorts hat sich in einer Kirchengemeinde eine Initiative gegründet gegen den Ausbau der Elbe. Wir sind jetzt in den letzten Wochen gerade in Aktion getreten, weil wir die Elbausbaumaßnahmen zwischen Roßlau und Coswig beobachten. Der Kritikpunkt sind die Verlängerung der Buhnen und die Befestigung der Uferanlagen. Die Hochwassergebiete und der Auenwald benötigen den natürlichen Wechsel von Hochwasser und Niedrigwasser. In dem Biosphärenreservat Mittlere Elbe zwischen Dessau und Wittenberg existiert einer der letzten Auenwälder Europas. Eine Vertiefung der Elbe hätte hier gefährliche Folgen. Also die Uferbefestigungen, die jetzt erneuert werden oder ergänzt werden, verhindern die Seitenerosion des Flusses. Ein Fluss nimmt normalerweise von der Seite immer etwas Sand mit und lagert es an der Innenkurve wieder ab. Das ist die Lebendigkeit, die Dynamik des Flusses. Wenn die Ufer befestigt werden, kann diese Seitenerosion nicht mehr stattfinden und der Fluss führt umso stärker eine Tiefenerosion durch. Das heißt, er wird sich umso schneller in seinen eigenen Untergrund eingraben und gräbt damit auch das Grab der Aue. Dr. Dörfler vom Bund für Umwelt und Naturschutz kämpft für den Erhalt der Auenwälder. In der einmaligen Landschaft sieht nicht nur er Perspektiven für Tourismus und Gastronomie. Die Sanierung des Flusses bedeutet so auch die Sanierung einer Wirtschaftsregion. Thank you.
Wittenberg, die Stadt Martin Luthers. Das kulturelle Erbe ist der Lebensnerv der Stadt.1517 schlug Martin Luther hier seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche. Das Stickstoffwerk ist der größte Arbeitgeber in der historischen Stadt. Bis vor wenigen Jahren gelangten noch riesige Mengen stickstoffhaltiger Abwässer von hier aus in die Elbe. Aber nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten hat sich hier viel verändert. Pestizide werden überhaupt nicht mehr hergestellt. Große Betriebsteile aus ökonomischen Gründen stillgelegt. Ein Großteil der Abwässer fällt nicht mehr an. Und das Kühlwasser, das noch immer der Elbe entnommen wird, gelangt heute über die Kläranlage gereinigt in den Fluss zurück. Trotzdem wird hier noch immer der Konflikt zwischen industriellen Anforderungen und Naturschutz sichtbar. Die Geschäftsführung des Stickstoffwerks macht sich stark für den Ausbau der Elbe als Wasserstraße. Hier produzieren Massengüter, Düngemittel, aber auch andere chemisch-technische Erzeugnisse. Im Jahr verlassen das Unternehmen ca. 1,5 Millionen Tonnen Ware. Das sind natürlich nennenswerte Größenordnungen. Und davon geht leider viel zu wenig über das Binnenschiff heraus. Heute entnehmen wir aus der Elbe täglich rund 18.000 Kubikmeter Wasser. Wir brauchen dieses Wasser für Produktionsprozesse. Davon werden ungefähr 4/5 gereinigt der Elbe zurückgeführt und ungefähr 1/5 geht über die Kläranlage dann in biologische Reinigungsprozesse. Die Kläranlage ist ausgerichtet für das Stickstoffwerk ebenso wie für die Stadt. Das ist direkt vom Stickstoff-Nordwerk. Das ist von der Kommune. Das ist das Wasser, was vom Elbtor kommt, also was zu Hause aus den Toiletten kommt. Erst die Abstimmung biologischer Klärvorgänge und die exakte Auswahl von Mikroorganismen für den Abbau der jeweiligen Rückstände erlaubt die nachhaltige Reduzierung von Schadstoffen. Die Kläranlage Wittenberg, eine der modernsten Europas, hat Pilotcharakter. Vor der Wende bzw. vor Inbetriebnahme dieser Kläranlage ging sämtliches kommunales Abwasser und auch industrielles Abwasser der Stadt Wittenberg direkt in die Elbe. Wir hatten an 15 bis 20 verschiedenen Stellen Zuflüsse in die Elbe aus den Haushalten, aus der Industrie, die direkt in die Elbe gingen und dementsprechend war natürlich auch die Belastung der Elbe. Vor 6 Jahren war die Elbe noch einer der schmutzigsten Flüsse Europas. Mit einer Aktion machte Greenpeace 1990 auf die vielen giftigen Einleitungen aufmerksam, die die Elbe verseuchten. Abflussrohre wurden von den Aktionisten dicht gemacht. Heute ist die Menge der Schadstoffe so minimiert, dass man auch seltene und empfindliche Fische wieder zahlreich in der Elbe findet. Der Ausbau als Wasserstraße war dagegen in der letzten Zeit Inhalt von heftigen Auseinandersetzungen. Einerseits ist das Binnenschiff das sparsamste Verkehrsmittel im Vergleich zu Straße und Schiene. Andererseits bringt aber der Ausbau der Wasserwege große Schäden für die Umwelt mit sich. Durch Uferbefestigungen, durch Staustufen und durch Stromregulierung. Bei der Elbe hat man sich weitgehend geeinigt. Keine Staustufen, aber verstärkte Nutzung des Elbe-Seitenkanals.
Keine Uferbegradigung, aber Sanierung der alten Buhnen. Und hier am Mittellandkanal, wo die Schiffe durch ein Schiffshebewerk von der Elbe in den Kanal gelangen, sollen die Kanäle die Elbe als Wasserstraße entlasten. Ein wesentlicher Teil dabei die geplante Trogbrücke für den Mittellandkanal. 1938 wurde mit dem Bau dieser gigantischen Brücke begonnen, die den Mittellandkanal über die Elbe hinwegführen sollte. Damals hat man sich mit den gegebenen technischen Möglichkeiten übernommen. Das Projekt wurde eingestellt. Mit einem der größten Investitionsprojekte im Osten Deutschlands soll die Brücke nun ausgebaut werden. 1997 ist Baubeginn. Der Mittellandkanal wird über die Elbe hinweggeführt. Mit der Inbetriebnahme rechnet man frühestens für das Jahr 2003. Aber auch Magdeburg wird von den Ausbaumaßnahmen an der Elbe betroffen sein. Ja, im Hintergrund haben wir den Magdeburger Dom. Unterhalb des Domes befindet sich der Domfelsen. Der Dom steht nicht direkt auf dem Felsen. Aber der Domfelsen selbst ragt in die Elbe hinein und ist ein Schifffahrtshindernis. In Karlsruhe, beim Bundesamt für Wasserbau, wird die Elbe bei Magdeburg wissenschaftlich unter die Lupe genommen. Besonderer Schwerpunkt: der Magdeburger Domfelsen. Mit Geschwindigkeitsmessungen und Simulationen werden die Auswirkungen der natürlichen Flussverengung untersucht. Ein weiterer Untersuchungsgegenstand: die Ablagerungen des sogenannten Geschiebes an der Stromspaltung. Mit Färbeversuchen werden die Prozesse visualisiert. Anhand des Farbverlaufs lässt sich erkennen, wie sich das vom Fluss mitgeführte Geschiebe auf Alte Elbe und Stromelbe verteilt. Wichtige Erkenntnisse für die Planung von Wasserwegen. Bis 1989 war die Elbe Grenze zwischen beiden deutschen Staaten. Vom Aussichtsturm in Hitzacker aus schaute man hinüber in den Osten Deutschlands. Heute verbinden wieder Fähren beide Uferseiten. Aber die Erinnerung an die Zeit der Teilung sitzt tief. Vor allem bei den Menschen, die direkt hinter den Grenzanlagen lebten und arbeiteten. Sperrgebiet, durfte gar nicht ran. Hier genau von hier unten, wo das Schöpfwerk ist, ne, da war schon hier oben mal der Zaun, hier lang. Da sind dann noch die Masten, ne, und da durften wir gar nicht ran. Nur nach der Einheit. Um 10 war Feierabend, durfte nicht mehr auf der Straße sein. Kino fing nicht mal mehr um 8 an, sondern um 6. Kein Tanz, nix. Hier, das war gesichert. Also da ist nicht mal ein Reh hingekommen. Und dann hatten sie noch so von 5 Meter hoch so eine Lichtdinger. Und wenn jetzt da ein Reh gesprungen ist, ist hoch. Und da haben sie ihre Abschnitte gehabt. Da wussten sie genau, halt da ist was passiert. Und da kamen sie an mit den LKWs, ne, konntest schon hören, da hier kam der Hubschrauber. Ne. Aber da ist was gegengesprungen. Also hier haben sie nie angefangen. Diese Elbe, die war idiotensicher. Die war idiotensicher. Also wir uns als Angler, ich bin ja auch schon jahrelang Mitglied, ne? Aber für uns war es nichts. Jetzt, wenn man einen großen Fisch fangen will, ne, dann muss man nach der Elbe gehen. Thank you.
Meine Eltern kommen aus Pommern und die haben da eine Seenfischerei gehabt. Und daher bin ich eigentlich auch ein bisschen vorbelastet und nach dem Krieg, die sind also geflohen hier in den Westen rein. Da hat mein Vater eben die Flussfischerei auf der Elbe angefangen und das hat mir echt Spaß gemacht und deswegen habe ich das eben als Hauptberuf genommen. Also früher, wie das Wasser noch schlecht war, also wie die DDR noch nicht eingemeindet war, war es für uns Elbfischer eigentlich ein bisschen einfacher zu fischen. Das ist dadurch gekommen, dass das Wasser also sehr sauerstoffarm war. Und die Fische haben sich natürlich immer Gebiete gesucht, wo sauerstoffreiches Wasser war. Wenn wir Fischer das dann natürlich raus hatten, wo diese sauerstoffreichen Wasserabschnitte waren, konnten wir da jede Menge Fische fangen. Es war also sehr einfach. Heute ist es so, dass das Wasser eben überall gut ist, sehr gute Sauerstoffwerte und dass man fischen kann, wo man will. Man fängt überall gleich wenig. Dr. Bergemann vom Gewässerschutzinstitut auf dem Weg zur Messstation. In Hamburg laufen die Informationen aller Messstationen entlang der Elbe zusammen. Viermal in der Woche werden hier Proben gezogen, der Schadstoffgehalt gemessen und im Labor ausgewertet. Messstationen dieser Art gibt es entlang der Elbe bis hin zur tschechischen Grenze. Im Institut findet die Auswertung der Daten statt. Sollten irgendwo an der Elbe plötzlich hohe Schadstoffmengen auftreten, wird hier sofort Alarm geschlagen. Hier wird Elbwasser filtriert, um den Schwebstoffgehalt zu bestimmen. Der Schwebstoffgehalt ist eine sehr wichtige Größe, weil sehr viele Schadstoffe an den Schwebstoffen haften und sich hier anreichern. Diese Filter werden jetzt getrocknet und dann ausgewogen. Und dann können wir ausrechnen, wie viel Milligramm Schwebstoff pro Liter Elbwasser sich an der Stelle befunden haben. Der Elbschlick auf dem Grund des Hamburger Hafens stellt noch immer eine der ökologisch schwierigsten Zonen dar. Vom Hamburger Hafen sind es noch 70 Kilometer bis zur offenen Nordsee. Die Hochseeschiffe, die mit immer mehr Ladung einen immer größeren Tiefgang haben, erfordern ein ständiges Ausbaggern der Elbe. Auf dem ausgebaggerten Grund im Hamburger Hafen sammeln sich so die Schadstoffe aus dem gesamten Elbverlauf. Die Schiffsschrauben der großen Schiffe wühlen ständig die chemisch verunreinigten Partikel auf. Dennoch geht die Gesundung der Elbe auch im Gebiet um Hamburg voran. Als Erholungsgebiet für die Großstadtbewohner ist ein ökologisch intakter Fluss unverzichtbar. Wittenbergen, Hamburgs Sonnenterrasse an der Elbe. Früher gab es hier eine große Badeanstalt. Jetzt gibt es Hoffnung, dass sich die Wasserqualität langfristig so weit verbessert, dass ähnliche Einrichtungen wieder möglich werden. Manche Elbbewohner dagegen haben sich von der Schadstoffdiskussion noch nie besonders beeindrucken lassen. Die Elbe ist hier unwahrscheinlich sauber. Seit ein paar Jahren, man kann wieder vernünftig baden oder von 2 Meter auf den Grund gucken. Früher war die Elbe ja noch viel dreckiger wie jetzt. Da ging ja die ganze Kloake da in die Elbe von Hamburg. Die Schiffsbegrüßungsanlage Willkomm Höft in Wedel, 25 Kilometer vor dem Hamburger Hafen.
Ganz offiziell werden hier die ein- und auslaufenden Hochseeschiffe begrüßt und verabschiedet. Perspektiven bietet die Elbe nicht nur den Erholungssuchenden. Ökonomie und Ökologie miteinander zu vereinbaren, auf dem Weg dorthin hat sich an der Elbe viel getan. Aber noch ist die Vision von der Realität um einiges entfernt.